Moin zusammen, wir hüpfen zu zweit eine Runde nach Tanglewood. Ich habe diese Night Vision T3 freigeschaltet. Ich krieg davon Augenkrebs, ganz ehrlich, weil es so unscharf aussieht, weil ich bin jemand, der guckt immer in die Ferne. Es ist bei mir eben immer so, und in der Ferne ist alles so unscharf und boah, da habe ich das Gefühl, als ob ich eine Brille brauche. Sie ist sinnvoll, wenn ihr in einem großen Gebäude seid und der Breaker wird gekillt oder das Licht geht irgendwie aus und ihr findet euren Weg nicht. Dafür ist sie sinnvoll, dafür kann man sie auch ruhig immer auf dem Kopf anhaben. Aber jetzt sonst so, wenn man seine Sanity erhalten will und sowas, macht man ja eh immer das Licht in den Räumen an. Und falls da mal der Breaker rausfliegt oder vom Geist gekillt wird, dann kann man die anziehen, um seinen Weg dahin zu finden. Natürlich lockt die auch den Geist während des Hunts an. Also muss man die auch während des Hunts ausschalten. Ne? Also, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so mega davon überzeugt. So, Aufgaben sehen gut aus. Das sind die Dinger hier. So sehen die aus. Aber das hier sind meine Favoriten, die Laternen hier. Die sind cool. Das ist das beste Item bisher jetzt. Sensoren mache ich T2, die sind besser als die T3. Also rein da. So, wir marschieren jetzt hier eine Runde rein. Machen schon mal ein paar Lichter an. Hier ist ein Versteck. Haben wir hier auch eins? Nein. Also im Eingangsbereich links ist ein Versteck im Flur. Ah, diese Lampe ist so cool, ey. Die ist mir lieber als die Night Vision. So bleibt mein Bild immerhin noch scharf. Mit der Night Vision sieht das echt aus, als ob man unter Wasser ist, ey. Kein Knochen im Versteck. Im Keller ist auch ein Versteck, wo der Breaker ist. Ist das ein Knochen? Nein. Weißt du zufällig, wo eine Kamera ist? Ich hab schon. So, dann schauen wir mal. Der Kühlschrank ist so laut. Okay, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. In der Garage ist auch ein Versteck. Okay, aber hier ist kein Knochen leider. Na, ich mache das mal wieder aus, weil wahrscheinlich werden wir uns doch eher vorne verstecken. And search the bone. Hier ist kein Knochen. Checken wir mal den Master Bedroom. I am searching the bone, okay? Ja, ich gucke noch hier hinten nach. Hier ist nichts. Knochen muss irgendwo hier vorne sein, weil ich habe hinten nichts gefunden. Oder ich habe ihn übersehen. Ja, ich suche sie noch weiter, ne? Ich habe aber auch noch nichts vom Geist gehört. Ist der wieder mal in irgendeiner unmöglichen Ecke hier? Das kann Kannst du natürlich schon alles durch den Knochen suchen? Ja, hinten habe ich schon alles durch, deshalb wundert mich das, dass der hier nirgendwo ist. Der Geist. Ich höre nichts vom Ja, ich gucke Geist. nochmal. Ich gucke doppelt. Ist hier was? Nee. Ich gucke nochmal im Keller auf den Treppen. Können die manchmal auch so komisch spawnen? Double trouble. Double trouble from the bone. Sag mal, wo ist denn der Geist? Hier ist auch kein Knochen. Are you here? Give us a sign. Are you here? Ich habe noch gar nichts vom Geist gehört. Oh, der ist im Keller, wie ich es mir doch gerade gedacht habe. Ja, im Keller ist er. Okay, Geist ist im Keller. Aber es ist ein versteckter. Also den Geist habe ich schon mal gefunden. Um den kümmere ich mich mal direkt. Wo ist das T1 Thermo? The ghost is in the basement. Basement. Nehmen wir das noch mit? Schmeiß mir einfach mal dieses Thermo da rein. Das kann da liegen bleiben. Dann kann man später mal gucken, was die Temperaturen da sagen. Schmeiß ich mal hier neben. Hopp. Kurz hier rein zum Versteck am besten. So. Kamera hier hin, dass wir sie finden. Hopp. Where is the bone? Ich habe ihn nirgendwo gesehen. Vielleicht habe ich ihn auch übersehen. Du kannst ja da noch mal gucken, ob den da irgendwo findest. Aber das nervt, wenn man den immer so tun muss, weißt du, dass das nervt.
jedes Mal die Knochen suchen. Ich glaube, die sind aber auch manchmal spawnen die out of bounds irgendwie. Also, dass man die gar nicht finden kann. Das denke ich auch. Das muss so sein, weil so blind kann man nicht sein, weißt du? Ah. Kerze. Das kann man übrigens jetzt wieder machen, dieses Foto, ne? Von der Kerze. So, du, Buddy, du kommst hier hin. Wir müssen hier oben auf jeden Fall Sensoren hin tun, weil die Geister kommen immer wieder gerne hier hochgewurmt. Was viele nicht wissen, wenn der Geist hier im Keller ist, der wurmt überall hoch. Der wurmt ins Wohnzimmer hoch. Der läuft überall rum. Wir müssen auch noch das Versteck vorbereiten und den Ghost Highway. Vielleicht ist er doch wieder so ein Winzling-Knochen, weißt du? So ein kleiner Zahnstocher, weißt du, was ich meine? Der knochige Zahnstocher, ha? Hm? Naja, wo du dreimal hingucken musst, dass du ihn einmal siehst, weißt du? Und dann siehst du ihn immer noch nicht richtig. Genau. Manchmal sehen wir den ja mit 6 Ohren nicht. Ja, Geist, ich weiß, dass du hier bist. Das ist schon YouTube. Hab ich schon verstanden. Trotzdem suche ich jetzt den Knochen. Kleiner Knochenkopf. Ja, latsch mir hinterher, Junge. Mein Gott, ist der voll witzig. Und anhänglich vor allem. Ja, der will wissen, was du da machst. Ja, da will man mir jetzt Journal lesen. Vielleicht will er mir den Knochen suchen. Da weiß der dann immer, wo er den hingelegt hat. Das ist einer schlimmer wie ihn. Ja, vielleicht freut er sich ja, wenn du ihn für ihn findest. Ja, der wird bestimmt fressen. Guck mal mit der UV, die ich gerade darunter geworfen habe, ob da Fußabdrücke sind, wenn er da durchlatscht. Und wenn du keine findest, kannst du sie wieder da hinschmeißen auf diese Box. Weil da können die Fingerabdrücke drauf hinterlassen, deshalb werfe ich das immer auf die Boxen. Das kommt oben hin. Die können wir noch hier hinpacken. Mit dem Feuerzeug, so als kleiner Ersatz. Hier ist noch so ein Ersatz dann. Kleines Ersatz-Set. Spirit Box können wir noch mitnehmen. Dann. So, das kommt oben hin. EMF brauchen wir auch noch. Und das zweite Buch auch. Wie gesagt, die können hier hochwürmen. Deshalb lege ich hier auch einen Kurzi hin. Einfach nur, um den Bereich abzusichern. Außerdem können sie diese Türen hier anfassen. Dip, dip. Nee, da ist nichts. An diesem Abdrücken oder so zu sehen. Hat er keinen hinterlassen? Nee. Der macht gerade irgendwo da oben Dusch an. Was ist das? Nee, das ist hier die Dingens, die Laterne, wenn ich die anzünde. Die macht auch so ein Geräusch am Anfang. So ein. Jetzt habe ich auch so den Glossick neben dem Box geworfen. Ach ne, jetzt kommt schon nicht mehr dran. Wie das aussieht, wie du da hockst, ey. Auf der Kiste ich da. Mann. Wenn du, willst, wenn du willst, kannst du die Salzabdrücke hier fotografieren, falls du es noch nicht gemacht hast. Ja, mach ich jetzt. Ich teste mal. Ich habe noch ein bisschen Probleme mit diesem Cursor, weißt du, da zu sehen. Aber naja, okay, habe ich. Oh, warte, er hat das hier ausgepustet. Fotografier mal hier auch die Lampe. Die kannst du auch fotografieren. Ah, jetzt habe ich auf Spanisch schon fotografiert. Das weiß ich, ja, wie du erzählt. Warte, ich gucke nach. Interaction. Okay, jetzt musst du nur noch den Salzabdruck fotografieren. Die Lampe hat es gezählt. Nur noch den Salzabdruck. Das ist, ja, das. Ja, ich meine, die Lampe kannst du ja auch in den Salzabdruck reinstellen und nochmal das gleiche Foto machen. Das würde ja auch gehen. Der Schaukelstuhl hier, den kannst du fotografieren. Hier, Schaukelstuhl. Ich guck mal kurz, das ist ein EMF2. Okay. Ich hole mal kurz noch ein Buch zusätzlich. So, lassen wir es mal kurz hier. Ein Buch und Dots brauchen wir auch noch. Das Thermo brauchen wir eigentlich nicht. Nehmen wir. Welcher ist das jetzt? Mal gucken. Das hier. So, bringen wir das noch runter. Oben könnten wir noch eine Videokamera hinstellen an die Türen hier, falls es ein Juri ist. Wo tun wir dich hin? Tun wir dich mal hierher. So. Okay. Friert es? Wir haben wieder Gefriertemperaturen. Okay. Schon wieder Onryo testen. Super. Toll, müssen wir ja gleich wieder Onryo testen.
Welche Aufnahmen haben wir eigentlich? Weiß ich gar nicht, aber als Beweis haben wir Gefriertemperaturen. Wir müssten zusätzlich noch nach einem Orb schauen. Ja, okay, und wir haben Sanity 25 noch als Aufgabe und das Max-Sixer-Abwehren, den Jungbus. Juri kann es ja auch noch sein, dann packe ich mal eine Kamera oben hin, weil die Tür ist ja... Eine Aufgabe ist schon durch, damit den Geist ein Feuer nicht aufgenommen. Das ist schön, haben wir es nicht geschafft. Das hat er ja gerade eben da unten gemacht. Das war ja das, was du fotografiert hast vorhin. Das ist ja eigentlich auch immer am einfachsten, weißt du? Das macht der Geist ja sowieso. Normalerweise. Das macht er auch theoretisch während eines Hands, kann man das auch machen. Eben. Aber das Problem ist jetzt, Parabol braucht man eigentlich gar nicht, ne? Denke ich, oder? Ja, wenn du mit dem Parabol spielen willst, kannst du ja trotzdem damit rumspielen. Naja. So, das hier packe ich mal hier oben zwischen die Türen. Ich verstehe das nicht so, wie das funktioniert hier, das Neue. Der macht so ein Krach, so ein Geräusch, und ich verstehe nicht, was das hier überhaupt... Achso, jetzt musst du einfach warten. Ich bin der hat hier auf die Box gekloppt. Keine Ahnung. Du mach mal. Ja, aber ich sehe ihn nicht. Warte. Wo ist der Geist? Ah, da. Hab sie. Hast du? Ja, sie stand da hinten in der Ecke. Super. Dafür ist die Night Vision jetzt wieder gut. Okay, ich schnapp mir hier den Smooch. Wir müssen mal gucken, ob das ein Onryo ist. Da müssen wir da mit den Kerzen nachher da unten hocken und im Feuer. So, dann gucken wir mal, was für eine Sanity wir haben. Okay, also es könnte trotzdem noch ein Shade sein. Okay, da müssen wir dann aufpassen, ob das vielleicht auch ein Shade ist. Ach, warum hat die Box denn jetzt nicht gezählt? Der hat doch auf die Box gekloppt. Okay, wieder kein Perfect Game. Ach, das ist unfair. Das ist sowas von unfair. Boah, ist das laut. Das hier war ja eine lustige Aktivität. Ja, ich hab den auf die Box kloppen hören. Wahrscheinlich war es die andere Box. So ein Scheiß. Okay. Das ist ja blöd. Ich mache so schön Fotos. Ja. So ein Scheiß. Immer eins hier daneben. Also diese Kamera hier ist, glaube ich, oben. Genau, die guckt auf die Tür. Und hier, die ist unten. Haben wir irgendwo einen Orb? Nee, ich sehe jetzt hier keinen Orb. Also ist der Mimic eigentlich raus. Also haben wir auch keinen Beweis bis jetzt, ne? Doch, wir haben Gefriertemperaturen. Ja, hast du geguckt? Ja, das Thermo hat unter Null angezeigt. Hatte ich doch vorhin gesagt. Achso, ja, okay. Hat er den Breaker gekillt? Hier ist alles dunkel. Ja, wie es scheint schon. Okay, der Djinn ist auch raus, weil der Geist hat den Breaker gekillt. Der ist wieder im Schaukelstuhl. Ah, jetzt ist hier auch noch schön, das Geschoss. Ja, das Doofe ist, die Dots hört man auch. Die sind viel zu laut, die Dots. Jetzt hat er schon wieder auf eine Kiste gekloppt. Ich hätte mir im EMF gucken sollen. Jetzt zeigt es aber hierher. Sind auch so blöd, die Dots. Ja, jetzt hat es gezählt. Der Parabol macht komische Geräusche. Ach, auch Geräusche mit dem EMF sind schon das Video. Ich fand das früher besser mit dem EMF. Ja, ich habe die Dots mal weggemacht. Boah, ja, mein Monitor. Das sind so Geräusche drumherum, dann hört man das ganz schön mehr so auf den Geist konzentriert. Ja, man will ja eher das hören, was der Geist macht und nicht die Geräte, die man überall verteilt. Ja, eben. Aber was ich cool finde, ist das T3 Buch, wenn der in das Buch schreibt, das macht ja so ein richtiges BUAM, wenn der das wieder fallen lässt. Das finde ich so cool. Das ist auch cool, ja, finde ich auch. Und dann mit den neuen, sag mal schnell, Lampen da, weißt du? Also falls ihr es noch nicht wisst, der hat gerade mein Feuer ausgepustet. Das könnt ihr dann fotografieren, das hier könnt ihr fotografieren. Und mit dem neuen Salz finde ich auch gut, ne? Das sieht auch sehr gut aus. Ja, das Salz ist auch total cool. Aber jetzt, wo wir diese Laternen haben, können wir auch null Beweisdurchläufe machen, weil jetzt kann man anständig den Onryo testen. Das stimmt. Das was ich auch gut finde, sind diese schönen Waschenlampen, die schönen großen. Die sind auch schön. Das konnte man ja vorher mit den Kerzen nicht, weil die immer abgebrannt sind.
Ja, also diese Night Vision hier, die ist jetzt eben okay, jetzt für die Situation, die wir gerade hatten. Das Licht ist aus, wir sehen nichts und wir müssen gucken, wo der Geist ist. Dafür ist dieses Ding gut, diese Nachtsicht. Aber ich würde damit jetzt nicht dauerhaft rumlaufen, weil da kriege ich Augenkrebs von. Das sieht so aus, als ob ich unter Wasser bin, ey. Finde ich auch nicht. Kannst du mal Licht ausmachen, dass ich mal nochmal nach Orbs und so gucke? Das wäre nett, ja, danke. Ich glaube nicht, dass wir Orbs haben. Ja, ich teste das jetzt nochmal, ich glaube auch nicht, ne. Wie hoch ist denn die Sanity? Also der Djinn ist ja raus. Mohoi ist auch raus, wegen den... 3,5. Okay, also ein Onryo, der könnte ja bald handeln, wenn er wollte. Der hätte ja auch schon vorher handeln können. Wie der eine Also vorhin. keine Orbs. Also ich glaube, ich komme noch mal rein, ne, oder? Ja, also der Mimik ist raus, der Djinn ist raus und der Moroi ist auf jeden Fall raus. Den Revenant würden wir hören. Den Hanto würden wir hören. Den Onryo testen wir gerade. Den Shade, da müssen wir auf die Sanity achten. Der Oni kann man erst ausschließen, wenn Airboy kommt und musste man anschauen. Twins würden wir auch hören. Aber, okay, hier, wo läufst du denn hin? Läufst du nach oben? Bleibst du mal hier? Also, die Geister, die können hier, wenn die hier im Keller sind, nach oben rum. Einfach so zum Spaß, weil sie Bock haben, ins Wohnzimmer, in diesen Utility Room, ins Esszimmer, in die Küche. Nee, das reicht nicht für eine Twinteraction. Ach, jetzt habe ich auch das Foto gemacht. Aber ist ja ja, dann ist es so kein Journal ist eh Sachen. voll und das eine Foto, da ging ja leider daneben mit der Box. Ich habe nicht einen Schritt gehört. Die war auf einmal da. Ich wollte gucken, wo sie herkommt. Und bumm. Okay, sie ist aber hier in der Nähe von denen gespawnt. Sie war hinter mir. Und hier war eine Kerze. Also kein Onryo. Aber ich habe keinen einzigen Schritt gehört. Tja. Jetzt müssen wir nach Twinter Actions gucken. Ja. Das war schnell. Das fühlt sich schnell an. Kiki, komm lieber nicht rein. Bleib lieber draußen, das ist gefährlich. Was war das denn jetzt? Seht ihr es? Die 2 Sekunden? Die Grace Period. Oh mein Gott. Okay, sie hat jetzt die Sanity verloren. Ich bin tot. Ich weiß nicht, Oni. Würde ich jetzt nicht sagen. Ist die denn überhaupt? Wo hat die sich denn versteckt, wenn ich die mal finden würde? Ach, da hat sie sich versteckt. Ach, bleib mal da sitzen. Bleib mal da sitzen. Komm, benutze es. Komm, du hast es doch gerade eben, nachdem du mich gekillt hast, so schnell benutzt. Ja, okay. Der nächste Hand soll durchgehen. Sie soll da sitzen bleiben. Ich muss gucken, was das für ein Geist ist. Okay, Sekunde, ich sag's ihr kurz. Okay, es ist ein Hantu. Es ist ein Hantu, okay. Habt ihr es gerade gehört? Sie war da unten mega schnell und hier oben ist sie jetzt mega langsam. Jetzt pass auf. Das ist ein Hantu. Hier ist die schnell in ihrem Raum, wo es fehlt. Und hier oben. Da seht ihr. Okay, sie wird, glaube ich, gerade was schneller. Ich glaube, der Breaker ist aus. Okay. Ah, jetzt muss ich ihr. Oh, sie hat den Mannequin teleportiert. Jetzt gebe ich ihr mal das Zeichen, dass sie gehen kann. Raus, raus, raus. Raus, raus, raus. Okay, was hat ein Handtuch für Beweise? Der hat ein Orb. Der hätte einen Orb?
Okay, fahrst du mit Onrion? Nein. Sehr gut. Dann fahrst. Okay. Trag du auch Hand noch ein. Ja, muss ich auch noch eintragen, ja. Okay. Okay, jetzt kann ich fahren, ja? Ja. Blup. Alright. Wenn wir jetzt noch Items, Beweis-Items im Truck gehabt hätten, hätte ich die Beweise, die der Geist hat, da die Sachen gegengeworfen. Um das zu kommunizieren. Ich weiß nicht, was passiert ist. Die ist genau auf mir gespawnt. Das war jetzt einfach nur der RNG. Das war mal wieder Pech gewesen. Sowas passiert eben manchmal hier in dem Spiel. Ich habe nur das Grinsen gehört. Ich wollte mich da hinten in die Ecke stellen, um zu gucken, wo sie denn jetzt spawnt und wo sie herkommt. Und sie ist genau auf mir gespawnt. Und ja, wir hatten den Knochen nicht. Wo war dieser Knochen? Wo war der? Dining Room? Ich habe da nichts gesehen. Müsste ich nur mal im Video nachschauen, ob der da irgendwo ein Sneaky in der Ecke lag oder vielleicht auf einem Tisch oder auf einem Stuhl. Keine Ahnung. Naja, so kann es aber manchmal gehen. Also seid vorsichtig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.